bei dem guten Nathan Gary, den Älteren, also nicht bei Junior, sondern bei dem Papa, und haben hier direkt zwei Begleiter mit dabei. Normalerweise müssten die sich eigentlich alle in die Google gehen. Achso, ich muss doch gucken, wegen der Kamera, irgendwas hat sich bei mir verstellt. Denn irgendwo habe ich die, kann ich die Kamera, wenn ich nach oben gehe, geht die nämlich irgendwie immer automatisch mit nach unten oder sowas. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Achso, ich muss noch das Addon anmachen, dass wir die schönen Texte überskippen. Ich habe jetzt wieder... Oh, der Atrix Plus ist das. Ich habe jetzt wieder Elf UI drin, weil ich jetzt momentan ein bisschen privat spiele und irgendwie ich nicht mit dem UI als Highlight zurechtkomme, mit dem Standard UI. Und ich mir gedacht habe, jetzt musst du noch Plater reinmachen, dann musst du das Addon noch reinmachen, dann musst du dieses Addon noch reinmachen und jedes Addon brauchst du ja eigentlich sogar noch. Und dann habe ich mir gedacht, komm, was schenkt dir das Ganze doch einfach? Mach dir wieder Elf UI rein. Ein bisschen jahrelang mit gut gefahren, auch als Heiler. Und mach es doch einfach. Dann ist es ja eh so ein bisschen mit Elf UI zu spielen. Den müssen wir töten, einen Elite-Typen. Ob wir den hinkriegen, müssen wir mal schauen. Ich habe schon so ein bisschen hingebastelt, das ist noch nicht so perfekt. Also es könnte sein, dass ich da noch so ein bisschen nacharbeiten muss. Wo hier tiefe Wunde zum Beispiel, die Schrift passt nicht. Jetzt habe ich hier die Sachen noch auf Abklingzeit angezeigt. Da muss ich noch so ein bisschen gucken, ob ich das so ein bisschen Feinjustierung noch irgendwie hinkriege, die Tage. Ich wollte eigentlich bei Vago.io, kann man sich ja auch ein Profile UIs auch importieren. Problem ist allerdings, dass sich das nicht bei mir öffnen lässt. Also ich weiß nicht, ob die Leute da irgendwie derzeit ein Problem haben auf der Webseite, aber ich kann diese leider nicht öffnen. Weshalb ich dann auch nicht auf Vago.io mal das Profil... Achso, schnell looten ist auch ausgestellt. Warum ist das schnell plündern ausgestellt? Spiel, was hast du getan? Mach doch sowas nicht. Das ist nämlich auch ausgestellt. Kameraverfolgung nur bei Bewegung. Nie anpassen, genau. Ich möchte, dass das nie angepasst wird, sonst wackelt der immer so komisch. Und ich möchte noch was einstellen, und zwar Mouseover-Zauber. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich habe den jetzt nur als Mouseover. Geht das jetzt mit dem... Was? Das geht nicht. Ach, das ist kein Zauber, ne? Nein, deswegen geht's nicht. So, wir sollten uns nochmal eben hier schnell nachbuffen. Läuft auch. So, wir hauen mal ein paar Sachen raus. Wir können jetzt wieder hinrichten. Ich werde da wahrscheinlich noch so ein bisschen Feinjustierung machen. Und wenn ich das Ganze soweit fertig habe und euch das gefällt, kann ich euch das Ganze gerne in den Videos verlinken. Standard UI ist wirklich schön. Was mir aber halt fehlt, ist die Namensplakette. Die fehlt mir halt einfach. Vernünftige Namensplakette. Und ja, ich bin ja sehr pingelig. Weiß ich. Und hab mir dann gedacht, jetzt wo du den neuen Char levels, kannst du hier eigentlich auch mal wieder Elf UI drauf machen. Ich wollte mir eigentlich von Doctorio das Elf UI drauf machen. Hab ich sogar drauf gehabt, muss allerdings sagen, das ist nicht meins. Weil nämlich gespielt. Und ja, Hut ab, wenn man damit spielen kann, ist glaube ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kann es in dem Fall nicht. Ich bin außer Reichweite. Und will dann halt dieses klassische Elf UI einfach haben. Du hast dann eine Anzeige, du hast jetzt mit der Wiegaura haben unsere Sachen noch drin hier schön. Das reicht mir im Endeffekt. Also mehr brauche ich da im Endeffekt nicht. Jetzt läuft der Dino hier eigentlich rum, den ich erledigen muss hier. Ich bin irgendwie noch Donnerknall gerade. Ich habe so diesen Tank in mir gerade. Ich will mehr pullen. Ja, ich will mehr. Ich will hier mehr Agro haben und mehr Wut aufbauen. Und ich weiß, was ich nicht alles. Es geht mir alles ein wenig zu langsam gerade. Und ich komme irgendwie gefühlt nicht schnell genug voran. Wobei ich den Elite ganz gerne mal probieren würde. Die haben ja den anderen Elite ja auch hinbekommen. Ich weiß jetzt schon, dass der Kommentar drunter kommt. Ich hatte doch gesagt, du spielst wieder mit Elf UI. Ich mag es eigentlich auch, das UI. Aber allerdings zu Dragonfly war ich sehr skeptisch eine Zeit lang, weil mir das andere dann doch relativ gut gefallen hat. Und dann, ja, gab es so ein paar Sachen, die haben mir dann wieder nicht so gut gefallen. Und dann, ja, man hat immer hin und her geswitcht. Auch im Raid habe ich immer sehr häufig das UI gewechselt. Plater hatte ich irgendwann mit drin, weil mir das dann besser gefallen hat. Plater und ja, da ich aber nicht mehr raiden gehe und einfach die Zeit nicht dafür habe, brauche ich halt einfach ein schönes UI. Das Classic UI ist wirklich toll, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da Sachen fehlen. Ja, es fehlt mir halt einfach zu viel. Er hat 2,5k. Ob wir ihn hinkriegen, werden wir jetzt mal ausprobieren. Das ist zu weit entfernt. Aber direkt mal den Siegesrausch hinterher. Wir können ja sehr viel absorbieren mit unseren Angriffen. Und werden alles, was wir haben, in diese Absorptionsfähigkeit reinpacken. Das heißt, sobald ich genug Wut habe, absorbieren. Ne? Also Zähne zusammenbeißen, casten durchgehend. Und dann mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir ihn kaputt kriegen.
Aber wir verlieren zwar trotzdem noch Lebenspunkte. Wir versuchen natürlich, wir werden gleich mal Schildblock mit reinnehmen. Sobald ich das kann. Jetzt habe ich wieder falsche Taste gedrückt. Aber es sieht eher so aus, als wäre es ein knappes Rennen. Eine Rache brauche ich eigentlich nicht. Der Schildschlag habe ich jetzt wieder. Ich verwüste hier die ganze Zeit. Ich muss das, glaube ich, aufrechterhalten mit dem Zusammenbeißen. Weil sonst wird es kritisch. Ja, es könnte schwierig werden. Ich habe halt nicht so viele Fähigkeiten. Auch mehr Wut. Ja, er wird uns wahrscheinlich. Kann ich nicht nutzen. Schade, ich habe eine Fähigkeit, die ich nicht nutzen kann. Also ich muss mir auch auf Dinge gehen zu Zähne zusammenbeißen. Und dann könnte das sogar was werden. Ja, komm, lass mich dich hinrichten. Lass mich dich hinrichten. Nein, es war so knapp. Wir hatten ihn fast. Was macht er durch die Fähigkeit? 50% erhöht durch das Gebrüll. Uff. Ja, aber hey, wir haben es fast hinbekommen. Ich denke, mit der Fähigkeit, dass wir uns da hätten hochheilen können für 3 Minuten, wäre es auf jeden Fall gelungen. Wir hätten auch bevorstehender Sieg mit reinnehmen können. Was sagt denn der Einsteigerbild? Ja, wir machen das einmal. Also, ihr seid tot. Error, ihr seid tot. Ihr könnt nicht Talente wechseln. Es ist aber machbar, würde ich sagen. Er ist definitiv machbar. Lass uns mal gucken, was wir gleich noch so nach den paar Sachen hier bekommen. Da bekomme ich nur EP. Ein bisschen Gegenstände wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, da bekomme ich auch keine großartigen Sachen. Schade. Aber der ist solo, ist er machbar. Also, wir haben ihn fast hingekriegt. Also, mit Erbstück ist er definitiv machbar. Würde ich sagen, was sagt denn der Talentbild, wenn ich sage, hier, pass auf, ich möchte ein Einsteigerbild haben, jetzt ändert er unsere Fähigkeiten. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und er gibt uns die Fähigkeit hier mit den 3 Minuten. Die würde uns, glaube ich, auch fehlen. Und dann hätten wir den auch hinbekommen. Ich muss nur mehr Zähne zusammenbeißen. Also ich brauche da mehr Wutmanagement. Und wir könnten den, also ich würde ihn gerne nochmal probieren. Ja, dass wir das probieren. Ja, auf jeden Fall etwas, was wir auf jeden Fall probieren können. Weil normalerweise müsste die doch verschwinden, die Fähigkeit. Eigentlich könnte ich die doch rausnehmen. Müsste ich da die nicht ersetzt bekommen nachher? Die Fähigkeit. Weil die müsste ich nachher ersetzt bekommen. Also, die sind fertig. Oh, Dude, ich will nochmal gegen dich kämpfen. Also, ich hatte dich fast down. Das ist halt gerade, was mich ärgert. Das Gebrüll macht einfach so viel Damage. Ey, der lacht aber gerade noch nicht da. Laufen ja wahrscheinlich noch Spieler rum, die auch gerade gegen den kämpfen. Also, ich denke, ah, den kriegen wir mal platt. Also die brauchen wir nicht, den brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht. Wo sind sie denn jetzt hier alle? Also gerade waren noch so viele hier und jetzt kommen sie. Jetzt gehen sie alle BFA-Questen oder was? Heute macht doch sowas nicht hier. Aber ich meine, Zerschmettern wird nachher ersetzt, glaube ich. Ich meine, ja, die wird nachher ersetzt, die Fähigkeit. Können wir sein Gebrüll unterbrechen? Das ist die nächste Frage. Wir können mal ihm die Quest abgeben gehen. Können wir sein Gebrüll unterbrechen? Unmöglich, ja. Ich bin mir nicht sicher. Da oben habe ich auch noch eine Quest. Gehen wir mal eben da oben hin. Oh, es juckt mich gerade in diesen Fingern einfach, ne, nochmal gegen ihn zu kämpfen. Was fehlt uns denn jetzt noch? Donnerknall fehlt uns jetzt noch. Ich brauche noch mehr von diesen Viechern. Der Donnerknall fehlt uns auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Und die anderen Fähigkeiten fehlen uns ja auch noch. Was haben wir denn sonst noch? So, Donnerknall habe ich gesagt, kriegen wir im welchen Level? 14, glaube ich. Wäre natürlich auch recht nice. Weil die jetzt, wenn ich die wegmachen würde, könnte ich die mit reinnehmen. Könnte man da auf jeden Fall dann nochmal probieren, gegen ihn zu kämpfen. Wo sind die Leute gerade, die ich hier sprechen muss? Ach, er hängt da.
Und wir haben sogar noch ein Bonusziel. Tötet aggressive Wildtiere. Ja, machen wir das doch auch mal. Dann werden wir das auch mal in Angriff nehmen. Er ist aber nicht aggressiv. Er ist schon ausgestopft, würde ich mal sagen. Der Ausstopfer. Geh schnell rein. Ja, sag ich doch. Er ist ausgestopft. Habe ich hier einen Schmied. So. Erhalten 10 Gold. Nice. Wir können eigentlich Transmog machen. Geil. Wir können Transmoggen. Immer Zeit hier. Eigentlich hier Transmog. Wo ist das Undead Set? Und das sieht ja richtig creepy aus hier, ne? Im schönen weißen Kleid hier. Vielleicht behalte ich das auch. Ach guck, was nehmen wir noch dazu? Dieses flammende Schild oder so? Nein, also wir machen jetzt das Undead Set rein. Wo habe ich es denn? Wo ist das denn da? Das Untoten-Set. Ich kann natürlich noch nicht alle, wobei das auch ohne Helm wunderbar funktioniert, ne? Aber ich habe noch keinen passenden Helm. Ein passendes Schild. Das könnte man. Lass uns das hier nehmen erstmal. Speichere ich unter X. Die Waffe könnte ich dann noch abändern. Einhandschwerter. Mann, das würde nicht passen vom optischen her. Die könnte man eventuell mit reinnehmen. Wobei die auch nicht verkehrt wäre. Die ist einfach zu protzig. Eine passende Axt dafür. Solch ein verätzter Hacker. Dann nehmen wir den. Oh, falsches. Ja, aber abgemountet. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo muss ich denn in die Richtung? Die Richtung. Können wir noch nämlich noch die Zusatz-EP hier mitnehmen? Weil ich meine, dass die eine Fähigkeit nachher, die wird geändert. Ich muss hier mal eben hier das abändern. Irgendwie ist was mit F ein bisschen zu doof. Ich habe schon lange kein Krieger-Tank mehr gespielt. Man merkt es, glaube ich, auch. So, die sind auch direkt weg. Und ich habe so diesen Drang, einfach mehr zu pullen. Das ist so. Mehr! Mehr! Gib mir mehr! Ich will mehr pullen. Ich achte halt auf viele Sachen gar nicht, ne? Wie ich zum Beispiel mal nicht hinrichten kann, wie das ist mit Schildblock, mit Wood-Management. Ich versuche so ein bisschen auf die Weak-Aura auch zu achten. Und wir haben gleich das nächste Level erreicht. Die müsste ich kaputt machen, die will ich nicht kaputt machen. Ich will mich in den Kampf einmischen. Aber wir müssen unsere Aggression gegen unsere Feinde richten. Vielleicht kriege ich an den nächsten, gleich eine neue Fähigkeit, die ich auch dann gegen den Dino nutzen kann. Um Rache zu üben gegen diesen Dino. Das gibt's doch jetzt nicht, ne? Wir bekommen das Level ab nicht. Er springt mich einfach hinterlistig, wie er ist, einfach in den an. Springt mir den Rücken. War auch nicht sehr nett von ihm. Und da ist es, das nächste Level. Wir haben Stufe 14 erreicht und ich darf kein Talent wählen. Was? Achso, weil ich im Kampf bin. Ist aber nicht nett. So, Spiel, was soll ich nehmen? Jetzt soll ich... Ach, guck mal, perfekt. Perfekt, jetzt habe ich die Fähigkeit sogar drin und kann mich nochmal heilen. Nice. Sehr schön. Schöner wäre es, wenn wir dann noch so einen Dot bekommen würden, der uns über die Zeit noch heilt. Das wäre doch noch glatt angenehmer. Ich muss näher ran. Wenn ich nicht reinstürmen kann, bringt es mir auch nichts. Stimmt, bin ich gerade überhaupt reingestürmt bei ihm? Ich glaube nicht, ne? So, spürt mal eine Rache. Vor allem, wir kriegen relativ früh Rache. Fällt mir gerade ein. So, 72%. Wir machen die auf jeden Fall kaputt und jetzt probieren wir uns gleich nochmal an ihn. Aber wir stürmen ihn voran. Immer sehr, also wenn das war jetzt relativ knapp, also hätten wir uns da heilen können oder so, dann wäre das wahrscheinlich wesentlich besser gelaufen.
hätten wir den wahrscheinlich auch ohne Probleme hinbekommen. Und was ich halt bei FUI kritisiere, ist halt so ein bisschen, was da mit dem Zauberbalken. Du siehst halt nicht, ob der Zauberbalken. Er heißt Zauberbalken. Das hier mit dem Blitzschlag. Du siehst halt jetzt nicht hier drin, ob das unterbrechbar ist oder nicht. Niemand außer dir hat solche komischen Gedanken. So, abgeschlossen. Jetzt kommt der nächste, der einen auf die Nase will. Richtig, mit den Zauberbalken. Ja, oder Zauberleiste von mir aus, was das auch immer. So. Ist das auch fertig? Wir stolzieren jetzt mit dem Rabenfürsten durch die Gegend. Ja, genau, mit meinen Zauberballen. Jetzt brauchen wir noch die giftigen Dementoren. Jetzt wollte ich schon sagen Dementoren. Aber 6 von 8. Dann probieren wir uns nochmal an den Körnersch. Was? Ich verstehe den Witz irgendwie nicht. So doof momentan. Ja, also bei mir ist also. Das ist ein. Also, Minecraft lief gerade auch nicht. Da ist der wilde König. Kennen wir uns ihn einfach mal. Komm, bevor man siegreich ausläuft. Diesmal. Obwohl, warte, ne, komm, wir nehmen erst hier den hier mit. Oh, mit dem wieder einer Cloud hier. So, perfekt. Jetzt habe ich auch noch ein Gift dort drauf. Nice. Jetzt muss ich warten, bis mein Gift dort weg ist. So. Komm her, du alter Drecksack. Jetzt geht's auf Schnauze. Siehst du, jetzt wollte ich noch mal gucken, ob wir das unterstampfen, ob wir das unterbrechen können. Ich dringe das gut. Oh nein, ich habe zwei am Arsch. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte noch den großen. Ach, das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich muss gucken, was ich bei dem unterbrechen kann. Okay, durchdringendes Gebrüll ist rot. Das werde ich wahrscheinlich nicht unterbrechen können. Dampfen. Ich muss mich erstmal um den kurzen hier kümmern. Der nervt gerade am meisten. So, jetzt zu dir, Großer. Jetzt zu dir. So, wir absorbieren alles, was wir absorbieren können. Okay, unterbrechen kann ich nicht. Aber bitte, ich ziehe die noch ein bisschen zurück. 9 Sekunden kann ich mich wieder heilen. Ja, komm, 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 komm. Komm, weiter, weiter, gut. Das ist so Schildschlag. Unterbrechen, heilen, sehr schön. Und Schildschlag wieder und Rache direkt hinterher und Pinnen zusammenbeißen, noch 13 Sekunden. Diesmal kriegen wir dich aber. Stampfen kommt, hinrichten, keine Wut. War noch keine Wut, mein Dingens ist weg. Und Siegesrausch und hinrichten, oder auch nichts, aber das sieht gut aus. Da liegt er im Dreck. Juhu, wir haben es geschafft, ohne Erbstücke. Beim zweiten Versuch. Aber es hat jetzt auch besser geklappt, weil wir den bevorstehenden Sieg da, bevorstehenden Sieg dabei hatten und wir natürlich jetzt sogar noch zweiten dabei hatten. Wir haben sogar zwei Gegner dabei. Und es hat wunderbar funktioniert. Und ich denke, mit Erbstücke wäre der wahrscheinlich noch schneller gefallen. So, wir müssen die Jäger einmal suchen und ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt schon die Folge fertig für morgen. Ich versuche jetzt momentan das Ganze aufzusplitten, dass ich die Folgen immer geteilt kriege. Weil wir noch im Hochladen sind und so weiter und so fort, dauern die Folgen jetzt ein bisschen länger, bis die kommen. Aber so kann ich ein bisschen Vorlauf schaffen für euch, dass ihr auch da mehr Folgen habt und so weiter und so fort. Und dann werden wir dann da auch weitermachen. So, wo muss ich denn jetzt hier runter? Er ist verrückt geworden. In der Waldläuferin Palu. Ach, die liegt hier.
Ist die Trolldame? Ja, ist die Trolldame anscheinend. Hier habe ich dann auch noch zwei. Was habe ich hier? Wildhauer getötet. Was ist mit Wildhauer? Er ist verrückt geworden. Achso, da bekomme ich sogar was für. Guck mal, das wäre sogar was Perfektes für uns. Armschienen. Was haben wir denn hier? Habe ich es Addon nicht drin, was mir sagt, welches es besser ist. Wo ist es denn da, das will ich haben? So, mein gutes Wildhauerchen. Ein paar Leib mal hier, dann zerlegen wir dich mal eben. Dann Siegesrausch hebe ich mir jetzt erstmal auf. Kampfen können wir halt nicht unterbrechen. Man kann nichts anderes wie außer zerreißen. Drecksau hat mich einfach betäubt. Das kann ich ja auch, siehst du? Und der war jetzt einfach so einfach gerade, ne? So, zack, zerlegt. Ist er im Dreck. Habe auch schon drei Speere drin, also ist schon angeschwächt im Endeffekt. War jetzt keine Heldentat, was der Mordi da tat. Ja, und in dem Fall gehen wir jetzt einmal zurück. Sollen wir ihn nochmal erlegen? Einfach nur, um uns nochmal zu rächen. Dafür, dass wir dann 2-1 haben, weil er uns einmal getötet hat. Da will der da dran hier. Aber ja, wir probieren es nochmal mit dir. Einfach just for fun. Nicht nochmal zu leben. Mal gucken, ob er uns hilft. Ach guck mal, er hilft uns sogar. Und wie schnell er dann liegt. Der hat bestimmt Account Gear an, ne? Ja, der wird bestimmt Account Gear anhaben. Das ist jetzt unfair. Es sind 4-2 gegen 1. Ja, Stampfi, jetzt hast du Probleme, mein Freund. Jetzt hast du Probleme. Ja. Aber schön, dass er uns hilft, ohne dass wir fragen müssen. Nice try, muss ich an der Stelle sagen. Dann sagen wir auch mal thanks, obwohl wir es nicht mehr brauchen. Lootet ist er, falls er kirschen möchte. Kann er das gerne tun. So, was haben wir hier hinten noch? Also damit die anderen beiden töten. Oh, das wird schwierig. Das wird eine Herausforderung. Da brauchen wir Donnerknall für. 2 Elite-Mobs töten. Sehen wir in der nächsten Folge, ob wir das hinkriegen. Das wird bestimmt sehr spannend. So, wir geben jetzt auf jeden Fall die Quest ab. Ja, ich habe den König Rix gerade, diesen großen Elite-Dino, habe ich gerade getötet. 2-mal. Einmal hat er mich getötet, so. Yeah, das war jetzt nicht nett. So, dann brauche ich noch ein schönes Bild fürs Thumbnail. Da werde ich dann die schöne Rüstung anziehen gleich. Ach nee, das war doch nicht sie. Ich muss sagen, ihre Augen leuchten richtig cool, ne? Und das mit dieser Maske sieht sehr interessant aus. So, was nehmen wir denn hier? Wir hätten hier noch 195 und 375. Ah, guck mal, lass uns die 375 nehmen. Geschworen, die Königsfamilie zu verteidigen. Jetzt muss ich wieder transmoggen. Ich muss transmoggen. Ja, Träne wegwisch. Der Hut liegt da, den nehmen wir noch eben mit, die Quest. Und dann haben wir sogar Level 15 erreicht, oder? Ihr seht, wir haben keinen Account gern, ne? Kriegen wir noch? Guck mal, 2 Level heute in dieser Folge. Wundervoll. Wundervoll. So. Nochmal, sonst morgen hinterher. Ja, wundervoll. Warte, wir könnten auch mal eben, kann ich meine Waffe in der VZ dran machen? Schönlich blutiges Rot, obwohl das hier, glaube ich, eher passen würde. Machen wir das hier. Speichern. So, jetzt mal kurz gucken. Talentpunkt. Was nehmen wir denn hier? Wir bekommen irgendeinen Ruf. Den wir bekommen. Was haben wir hier? Passiv. Ersetzt Verwüsten. Eure automatischen Angriffe verursachen 17% körperlichen Schaden und haben eine Chance von 20% die Verbleibung am Klingzeit von Schildschlag abzuschließen. Ersetzt Verwüsten. Eure automatischen Angriffe. Wow. Das heißt, Verwüsten läuft nur noch über passive Fähigkeit. Das ist krass. Das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, dann machen wir es anders. Wir nehmen hier mal den hier raus, weil den nutzen wir eh nicht. Packen den hier rein und bleiben dann hier stehen. Ich suche jetzt mir gleich noch eine schöne Ecke für Thumbnail. Oh, da ist noch eine Quest, die wir mitnehmen können. Oh, ich habe schon eine Idee, wo wir Thumbnail machen. Was wollt ihr? Redet schon. So, jetzt muss ich das nur einmal ausblenden. Ich möchte eigentlich nur gucken, ob ich die Waffe noch gezogen kriege. Dann mache ich mal einen Screenshot. Das wird dann unser Thumbnail. Ich wünsche euch noch was. Bis zur nächsten Folge. Ciao.